Hallo und willkommen zum Schießstand. Ich bin der Michael und wir haben wieder hier den Fotowettbewerb für euch. Der Gewinner des März ist bekannt und das neue Thema für den April auch. Bevor wir aber dazu kommen, erstmal ein ganz wichtiges Anliegen in eigener Sache. Und zwar war der Fotowettbewerb in letzter Zeit sehr stark gedisliked. Das tut ziemlich weh und ich will das natürlich besser machen. Weiß aber leider nicht genau, woran es liegt. Deswegen habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und hier oben in der Umfrage hier oder auch hier, ich weiß es gerade nicht ganz genau, ein paar Antwortmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Wenn sie dabei sein sollte, klickt drauf. Wenn nicht, schreibt es mal bitte unten in die Kommentare, was ich besser machen kann und woran es liegen könnte. Ansonsten jetzt viel Spaß beim Fotowettbewerb. Der Gewinner des März ist Marcel und er hat diese Rostlaube hier in Bangkok im Urlaub geschossen, in einer düsteren Gasse, und wir finden es auf jeden Fall richtig cool geworden. Er selber lebt gerade in Singapur und Singapur ist ja so ein Mekka für Fotoreisen. Und das nutzt er auf jeden Fall richtig stark aus, was man auf seiner Instagram-Seite mcfred88 auf jeden Fall auch sehen kann. Ich empfehle euch dort auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, es lohnt sich. Ein Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Eine Facebook-Seite hat er nicht, also schaut dort vorbei. Kommen wir nun zum Thema des Aprils 2020 und der steht ganz im Zeichen der Corona-Krise. Und unter dem Motto, bleibt zu Hause. Wir wollen jetzt einfach mal ein Selfie von euch sehen. Also setzt euch richtig schön in Szene, macht ein paar geile Fotos oder ihr schaut mal in eurer Bibliothek, ob ihr dort vielleicht noch ein paar coole Fotos von euch habt. Dann ladet sie in unserer Facebook-Gruppe Schießstandfreunde hoch. Ein Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und gebt den Hashtag April2020. Den dürft ihr auf keinen Fall vergessen, weil am Ende des Monats geben wir in der Suche Hashtag April2020 ein und dann erscheinen halt nur die Bilder, wo halt auch der Hashtag dran ist. Sonst fliegt ihr halt leider raus und das wäre ja schade drum. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und viel Glück, bleibt schön gesund und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!